Jojo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 16 Karrieremodus Episode. Heute geht's im Europa League Entscheidungsspiel sozusagen gegen Legia Warschau. Wenn wir gewinnen, sind wir sicher durch. Anders, ich will gar nicht viel rumrechnen. Das Spiel muss einfach gewonnen werden. Dann haben wir ein Heimspiel gegen Wolfsburg, das werde ich einfach mal simulieren. Ein Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 werde ich auch simulieren. Dann kommt schon die Transferphase. Tut mir leid, ich habe die letzte Episode vorproduziert und bin jetzt gerade am Vorproduzieren, weil es mir einfach gerade übel Bock macht. Und ja, deshalb sind wir jetzt schon in der Transferphase, aber ich will eh nicht so viel am Kader ändern. Wenn da irgendwas Krasses reinkommt, irgendwelche krassen Angebote, mache ich vielleicht einen Stopp. Lade die Aufnahmen erstmal hoch und schau, was ihr dazu sagt. Aber nach meinem Plan will ich eigentlich nur ein, zwei Positionen verbessern und das schaffe ich auch ohne euch. Und dann haben wir halt hier noch das Heimspiel gegen Dortmund, das werde ich selber spielen. Nico Elvedi ist nicht an einem Ortswechsel interessiert. Interessant. Aber da stand ja, dass seine Ablöse angeblich 0 Euro wäre. Von daher mache ich einfach mal mehr Gehaltsbudget. Vielleicht kommt er dann. Letztes Spiel der Europa League Gruppenphase. Ich glaube, wir sind zurzeit Dritter oder Zweiter. Auf jeden Fall ein Punkt hinter Rom, glaube ich. Ja, wir sind punktgleich mit Rom. Von daher 2 Punkte hinter Legia Warschau. Wenn wir jetzt gegen Warschau gewinnen, dann sind wir ein Punkt vor Warschau und somit, egal was Rom macht, sicher durch. Und hier ist die Aufstellung von Warschau. Ich muss sagen, da kenne ich eigentlich jetzt so keinen. So beim ersten Linken, Luschek hat, glaube ich, mal beim Club gespielt. Und hier ist unsere Aufstellung. Das ist die Top-Aufstellung natürlich. Das sage ich irgendwie vor jedem Spiel. Aber heute brauchen wir sie wirklich. Belotti hat sich um eins verbessert. Jairo auch. Jetzt ein 78er. Richtig. Warschau ist hier bisher ungeschlagen in dieser Champions League. Europa League Gruppenphase. Warum sage ich die ganze Zeit Champions League? Von daher, das wird keine einfache Aufgabe. Und das Bittere für Warschau ist, die haben zwar noch nicht verloren, aber wenn die hier heute verlieren und Rom auch gewinnt, dann kann es sogar sein, dass sie mit einer Niederlage nicht weiterkommen. So, die Davi jetzt mal. Ein guter Ball hier aus der Drehung heraus. Kann auch nicht jeder. Jairo, komm schon, zeig doch mal was. Klasse gemacht. Von Jairo jetzt auf Garcia, noch eins auf Lucky und Luschek. Nicolic und Morera. Oh mein Gott. Also Warschau spielt richtig stark. Oh, was machen wir denn da? Wir kriegen den Ball nicht weg und Morera. Ja, Lucky bricht da mal mit nach vorne durch. Durch die Mitte, Jairo, lauf. Lauf, wir hatten bisher fast keine Chance. Die spielen so gut. Kurzes Eck. Kubek hält. Elvedi braucht 3 Jahre, um aufzustehen. Und dann fällt's. Oh, Elvedi. Der hat jetzt eine komplette Saison, in der wir den ausgeliehen hatten, so stark gespielt. Ohne Scheiß. Der war so solide. Der hat keinen Fehler gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und jetzt auf einmal, guck dir das an. Das ist auch kein richtiger Fehler. Er ist halt viel zu langsam im Aufstehen. Und Brichovic haut den voll drauf. Und das wird eine Aufgabe, jetzt in der zweiten Halbzeit hier zurückzukommen. Wir schauen uns mal an, wie viel steht's bei Rom. Rom führt 1:0 gegen Dundee United. Ihr seht ja, das vierte Spiel. Also von daher, wir müssen gewinnen, sonst sind wir raus. Aber es ist halt echt verdient für Warschau, dass die hier führen. Die spielen einen unglaublich krassen, guten Fußball. Die verteidigen vor allem so stark. Wir hatten bisher keine richtige Chance. Jetzt! Hey, ja, Vargas! Was ist denn los? Hä, die waren noch in der Kabine, habe ich das Gefühl. Die waren einfach noch in der Kabine. Vargas steht da auf einmal komplett blank im Strafraum hier. Ganz einfach gespielt. Und dann steht Vargas frei. Und dann haut der den rein. Vargas war so eine geile Verpflichtung. Jeder, der mir den vorgeschlagen hat, das waren ein paar mehr, so an 3 Stück oder so, die den vorgeschlagen haben, die dürfen sich jetzt mal in den Kommentaren freuen und sagen, ich habe Vargas vorgeschlagen oder so. Hier ist er schon wieder. Vargas. Vargas. Oh, das war ein klares Foul. Für einen Linksfuß. Ich versuche es mal mit einer harten Variante. Oh, genau in die Mauer. Shit. Also ein Serkan Firat hätte den von da reingemacht. Will ich jetzt nur mal anmerken. So, jetzt komm, Vargas, zieh durch. Vollende es, mach den Doppelpack. Vargas. Jetzt in die Mitte ziehen. Ja! Nein. Kramer. Kramer, schieß! Der Typ ist so schlecht vorm Tor, ohne Scheiß. Ja, wir müssen irgendwas tun. Ich schau mal, was es so für Aufstellungen gibt, um da offensiver zu werden.
Wir probieren es mal so. Lucky ist ja ziemlich schnell. Die Davi kann da ein bisschen mehr schießen vielleicht. Hyro ist sowieso schnell. Und Pelotti und Vargas. So, probieren wir es jetzt einfach mal. Vielleicht wird es was bringen. So, wir sind jetzt auf totalem Angriff. Da wird gleich noch ein Innenverteidiger mitkommen. Der Ball ist zu lang. Scheiße! So, wir brauchen... Oh, wer kann denn ZOM spielen? Özunali, stimmt. Noch eine gute Variante, noch ein Ticken schneller. Lucky jetzt in die Mitte und wir bringen keinen neuen Stürmer. Das gefällt mir eigentlich da vorne. Ja, Vargas ist durch. Wie kommt der Ball dahin? Keine Ahnung. In der Mitte. Pelotti! Das gibt's nicht. Kubek hält den. Jetzt Jairo. Da hinten ist Platz für Garcia. Velvedi! Fass ein Schüsschen. Vargas. Steck ihn durch. Lucky! Das ist doch der Mann für die wichtigen Tore. Letzte Chance jetzt wahrscheinlich. In der Mitte. Oh, Elvedi, bitte! Elvedi! Elvedi! Pelotti, du Missgeburt! Wir kriegen den Ball nochmal. Özunali, geh. Da ist Vargas! Ja! Oh mein Gott, Leute! Ich habe echt schon gedacht, wir sind raus. Pelotti hat gerade so eine Scheiße im Strafraum gemacht und nimmt den Ball nicht an. Und ich habe gedacht, es ist vorbei. Ich dachte, der Schiedsrichter pfeift ab. Elvedi bekommt hier nochmal den Ball. Özunali und ich warte. Ich wollte ihn nicht reinflanken. Und dann steht da Vargas und macht seinen Doppelpack und schießt uns in der 90. Minute in die K.O.-Phase der Europa League. Ich hätte gerade so gerne eine Facecam gehabt, denn ich glaube, ich bin so eskaliert gerade mimisch, also vom Gesicht her. Oh mein Gott, Vargas, du Held, Vargas, du bist jetzt schon eine Legende. Der spielt hier bisher eine Hinrunde, die wird man sowieso nie wieder vergessen in Bremen. Und dann schießt er uns hier noch in der 90. Minute in dieses scheiß 16. Finale. Alter, also das war bisher das geilste Spiel in dieser Karriere, finde ich. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr auch so mitgefiebert habt, vor allem wie ich. Ich habe echt gedacht, es wäre vorbei und dann bekommen wir nochmal diesen einen Angriff und Vargas macht ihn rein. Ich habe wahrscheinlich übersteuert des Todes. Ja, Rom hat auch gewonnen, von daher, wir mussten gewinnen, sonst wären wir raus gewesen. Und jetzt gibt es nochmal schön 2,4 Millionen extra. Das ist auch sehr gut für den Elvedi-Transfer. Monatliche Scouting-Updates sind mal wieder da. Ich schaue mir die alle an. Hier haben wir den Bruder von Levin Özunali anscheinend gefunden. Oliver Özunali sieht nicht so stark aus, aber ich wollte ihn euch einfach mal schnell zeigen. Und Sascha Kraus sieht immer noch in Ordnung aus. Ich lasse ihn mal drauf, aber wird wahrscheinlich nichts werden. Nächster Bericht aus Italien. Batocchio, keine Ahnung. Sieht ganz in Ordnung aus und dieser Droianiello werde ich mal verpflichten, denn ist ein ziemlich guter Nachwuchstorwart, den könnten wir ja mal hochziehen als Ersatzkeeper. Ja, Elvedi hat schon wieder abgelehnt. Ich mache ihm einfach mal ein besseres Angebot. Bundesliga-Simulation gegen Wolfsburg, die sind 9. so wie ich es gerade gesehen habe, glaube ich. Und wir spielen 1-1, sehr schön. Özunali trifft mal wieder. Also ich bin mir ziemlich sicher, da liegt ein Bug vor bei Nico Elvedi, denn wir bieten ihm so viel Kohle an. Und er will angeblich nicht wechseln, weil er keinen Bock auf einen erneuten Ortswechsel hat. Wobei er jetzt schon ein Jahr bei uns spielt. Ja, er hat schon wieder abgelehnt. Gebe ihm jetzt einfach mal alles, was wir haben. Quasi 90.000. Wenn er das nicht annimmt, werde ich es lassen. Vor der Auswärtssimulation gegen Darmstadt 98 schauen wir uns erstmal die Tabelle an. Die Bayern mal wieder mit 10 Punkten Vorsprung. Schon so gut wie Meister. Wir sind jetzt 6. mit 27 Punkten. Da geht noch alles. Mit einem Sieg wären wir schon wieder 3. theoretisch, wenn da alle vor uns verlieren würden. Jetzt die Auswärtssimulation. Özunali darf nochmal ran, weil er ein Tor gemacht hat. Dafür belohne ich ihn und wir verlieren 2-0. Aber Darmstadt ist auch 10. Also die standen gar nicht so schlecht in der Liga. Aber trotzdem, da habe ich mir schon mehr erhofft. Wir könnten ein paar Spieler verlieren, wurde mir gerade angezeigt. Garcia eigentlich auch nicht, aber verkaufen wäre halt schon besser, als ihn einfach so ziehen zu lassen. Von daher mache ich ihm lieber mal ein Angebot, wichtiger Stammspieler, einfach, ich will ihn eh verkaufen. Galvis kann von mir aus gehen, da kriegt man eh nicht mehr viel Geld für. Ja, und Bartels kann eigentlich auch gehen, wenn da ein Angebot für ihn in der Winterpause kommt. Ja, Elvedi hat wieder abgelehnt, von daher, ich guck mal, was jetzt passiert. Tommaso Droianiello will weg, das ist dieser Torwart, glaube ich, den schauen wir uns mal an. Na, der hat eine 49, hat zwar ein gutes Potenzial, aber der ist schon 18. Und ich bezweifle, dass er da noch auf eine 94 kommt.
Von daher, der kann gerne gehen, wenn er will. Chiaga werde ich jetzt einfach mal einen Vertrag anbieten. Der sieht ziemlich stark aus für einen Linksverteidiger-Backup. Und Figliomeni, den will ich auch so schnell es geht eigentlich in der ersten Mannschaft haben. Ach ja, und jetzt haben wir auch wieder genug Geld für unseren 5-Sterne-Scout. Ich wollte ihn ja das letzte Mal schon nach Belgien schicken. Jetzt wird's klappen. Und da sollen wir uns ein paar neue Eden Hazards holen. Den Bug gab es halt auch schon bei Leroy Sané, glaube ich, bei meiner Ingolstadt-Karriere. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Da hatten wir den für 2 Jahre, glaube ich, geliehen. Dann wollte ich ihn für 7 Millionen oder 5 Millionen oder so verpflichten nach den 2 Jahren. Und dann kam genau sowas. Teamname, Abbruch 15, 26, irgendwas. Total komisch. Wenn sie das zu FIFA 17 nicht gepatcht haben und verbessert haben, dann bin ich echt ein bisschen sauer auf EA, weil das dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Das ist halt irgendein Bug, den könnte man eigentlich schnell wieder rausmachen. Also wenn das nächstes Jahr immer noch vorliegt, puh. Auch wenn ich echt gehypt bin auf FIFA 17, sieht echt übel geil aus. Hab mir schon vorbestellt, ich werde nach der Schule, wenn da überhaupt Schule ist an dem Tag, ich werde auf jeden Fall heimkommen und werde mich direkt an den PC setzen und direkt Karrieremodus aufnehmen, weil ich so Lust drauf habe. Journey werde ich nicht bringen, das kann ich schon mal sagen. Das will ich selber einfach ein bisschen spielen. Es gibt 28 andere Kanäle, bei denen ihr das schauen könnt. Von daher brauche ich das nicht auch bringen, denke ich mir. Obafemi Chiaga hat akzeptiert, den schauen wir uns direkt an. Ja, und das sieht doch ziemlich stark aus. 1,78 ist eine gute Größe für einen Linksverteidiger. Schwacher Fuß, 3 Sterne ist auch gut. Spezialbewegung nur 2, aber das ist gar nicht so schlimm. Da braucht er gar nicht so viel. Er hat eine gute Stärke, einen guten Sprint. Gute Ausdauer, gute Aggressivität vor allem und Antritt ist auch solide. Vor allem, von daher kann das ein sehr guter Linksverteidiger Backup werden, denke ich. So, jetzt können wir ein Transferangebot für Nico Elvedi machen. Ich mache 2,5 Millionen. Wir können auch das Transferbudget noch höher machen. Ich hatte das jetzt nur auf 91.000, weil er nicht kommen wollte die ganze Zeit. Oh, wir haben ein Transferangebot für Haldo. Aber den will ich nicht hergeben. 12 Millionen ist lächerlich. Der spielt eine Wahnsinnssaison eigentlich dieses Jahr. Noch besser als letztes Jahr, finde ich. Das nächste Angebot für Haido. Oh, das ist gar nicht so schlecht. 13 Millionen. Ich mach mal, sagen wir mal 25 Millionen mache ich ab jetzt immer ein Gegenangebot. Für so 20 Millionen würde ich den echt gehen lassen. Gladbach hat gesagt, sie wollen ungefähr 6,5 Millionen für Elvedi. Ich mach mal 4,5. Wir haben ein Angebot für Manon Busch. Ich gehe mal hoch auf 900.000. Den will ich nicht unbedingt verkaufen. Aber für 900.000 würde ich den schon ziehen lassen. Für Hairo kommen übrigens sehr, sehr viele Angebote rein. Ich zeige euch da nicht jedes. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, alle Angebote für Hairo abzulehnen. Denn wir haben den geholt. Da hatte der eine 75, glaube ich. Und er ist schon so seit Anfang an dabei. Und er spielt richtig stark. Und er kann sich noch entwickeln. So eine 80, 82 ist drin. Gladbach bleibt bei ihren 6,5 Millionen. Ich gehe mal hoch auf 5,5. Ja, okay. Bochum bleibt jetzt bei 850.000. Das nehme ich mal an. So, jetzt ist ein Angebot für Aaron Johansson da. Die Engländer haben Geld, das wissen wir alle. Ich mache mal ein 18,5 Millionen Gegenangebot. Also wenn wir so viel für Johansson kriegen sollten, dann würde ich den echt gehen lassen. Gladbach hat endlich das Angebot für Nico Elvedi akzeptiert. Der will 30.000, essentieller Stammspieler. Das wird der, denke ich, annehmen. Oder ich mache mal wichtiger Stammspieler, denn ich habe da schon ein paar Spieler gescoutet auf meiner Wunschliste, beziehungsweise nicht Wunschliste. Ich habe da ein paar vorgeschlagen bekommen, deren Vertrag ausläuft. Die werde ich euch dann auch gleich mal zeigen, wenn die fertig gescoutet sind. Und Leicester City akzeptiert 18,5 Millionen für Johansson. Das hatte ich jetzt echt nicht erwartet, ohne Scheiß. 18,5 Millionen, okay, das finde ich jetzt sogar ein bisschen viel eigentlich. Aber gut, da müssen wir uns jetzt einen neuen, beziehungsweise wir haben noch Uja, aber den will ich eigentlich auch verkaufen. Wir schauen mal nach einem Ersatzstürmer, vorsichtshalber. Und Elvedi akzeptiert, damit haben wir unseren ersten Neuzugang. Und El Said Hüssa ist wieder ausgerollt, wunderschön. Ja, und Aaron Johansson wurde jetzt tatsächlich an Leicester City verkauft. Hier ist meine Wunschspiele, ich habe hier ein paar Spieler, deren Verträge auslaufen. Wir haben hier einmal Tobias Strobel, der wäre ein guter Innenverteidiger, wenn man den umsonst bekommen würde, denke ich. Muss man mal abwarten, ich weiß nicht, ich glaube er hat so eine 75, das fände ich schon in Ordnung, denn Elvedi wollen wir ja langsam aufbauen. Federico Barber kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob der eine 69 oder eine 76 hat, ich habe keine Ahnung, es sieht eher so nach einer 73, 72, ja vielleicht auch 74, 75 aus, wegen dem Marktwert halt, 3,9 Millionen. Aber den lasse ich auch erstmal weiter scouten.
Dann haben wir hier Florentin Pogba, den hatte ich schon mal in der Karriere. Ist ein unglaublich geiler Innenverteidiger, weil er einfach so ein Riese ist und so eine krasse Stärke hat und dafür sogar ziemlich schnell ist. Der wäre so mein Favorit als Innenverteidiger, den da ablösefrei zu verpflichten für die nächste Saison. Dann haben wir hier einen richtig geilen Spieler für die zentrale defensive Mittelfeldposition. Nampalis Mendy, keine Ahnung. Richtig starke physische Werte, vor allem er ist leider so klein. Ich verstehe auch nicht, der ist 1,68 und hat einfach 82 bis 86 Stärke, nicht schlecht. Also das ist halt so der Minuspunkt an ihm, er ist halt ziemlich klein für einen Sechser, aber es wäre halt so ein bisschen wie so ein Conte, würde ich sagen. Ähnlicher Spieler, relativ schnell, wird da jedem Ball hinterherrennen mit 92 bis 96 Ausdauer. Dann haben wir Jonas Martin wahrscheinlich, oder? Bin nicht so gut in Französisch, aber Mateur wahrscheinlich. Sehr ausgeglichene Werte, vor allem deshalb habe ich den draufgepackt. Wir haben im zentralen Mittelfeld ziemlich wenige Spiele. Da ist halt ein Grilic, aber der ist ziemlich schwach, muss ich sagen, mit einer 72. Ist zwar erst 21, aber ich glaube nicht, dass der sich noch so krass entwickelt. Und so einen Jonas Mateur da zu holen, mit so ausgeglichenen Werten, wäre eine gute Variante, denke ich. Wenn ihr was von ihm wisst, sein Potenzial oder so, ich meine, ich kann es auch nachschauen. Aber wenn es ihr gerade wisst, könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben. Das war's dann auch mit der Wunschliste und auch mit dieser Episode, denn wir haben zwar nur ein Spiel gespielt in der Episode, aber wir haben viel mit Transfers gemacht. Von daher wird die Episode sonst viel zu lang gehen, wenn ich jetzt noch das Dortmund-Spiel mache, glaube ich. Und ich glaube, das Spiel gegen Legia Warschau war eh krass genug. Da brauche ich gar kein zweites Spiel mehr machen. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar zu meinen Transfer-Gedanken da, die ich hier alle habe. Ich gehe nochmal schnell alle durch, könnt ihr euch nochmal anschauen. Einfach Pause machen. Und ja, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.